Ja. Liebe Sarouche, herzlich willkommen bei unserer Interviews for Future-Reihe, in der wir Personen interviewen, die sich mit der sozialökologischen Transformation beschäftigen. Du warst Gast bei uns an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung im Bachelor-Seminar Ökonomie, Geld, Finanzmärkte, an dem ich dich auch überhaupt kennengelernt habe. Genau, das Seminar fand statt bei Elsa Egerer. Und du warst gestern bei uns im Campus Talk zum Thema geldfreie Räume, gelebte Alternativen jenseits der Tauschlogik, was eben genau zu deiner Forschung in der Masterarbeit passt und zu den Themen, mit denen du dich eh beschäftigst. Genau, also du beschäftigst dich auf vielfältige Arten und Weisen mit Fragen der Transformation, weshalb ich mich echt freue, mit denen sprechen zu können. Genau, zum einen als Nachhaltigkeitsforschende im Manni-Museum in Zürich, aber du bist eben auch Körpertherapeutin und versuchst hier in der Lila Vase in Stuttgart eben genau diese beiden Aspekte zusammenzubringen. Ich würde die Lila Vase so beschreiben als einen tauschlogikfreien Ort, an dem auf kreative und verkörperte Art und Weise sich mit Wandel beschäftigt wird. Was ist denn dein Transformationsverständnis oder dein Wandelverständnis? Genau, ich habe Nachhaltigkeitswissenschaften studiert und mich da viel in der Theorie mit verschiedenen Transformationsansätzen beschäftigt. Und was mir dabei häufig gefehlt hat, ist so die Einbettung in das Konkrete oder in die konkrete Erfahrung der Menschen. Du hast gerade zu Beginn gesagt, dass eben Menschen tun und sich organisieren. Und das hat mir oft gefehlt als Brücke. Also, dass quasi ein Wandelverständnis nicht nur etwas Abstraktes ist, wo ich vielleicht hin möchte, sondern dass es irgendwie etwas mit mir zu tun hat oder mit uns. Das würde ich sagen, ist mir wichtig. Von daher würde ich sagen, habe ich ein verkörpertes Wandelverständnis, was bestärkt wurde dadurch, dass ich nach meinem Studium noch eine Ausbildung zur Körpertherapeutin gemacht habe und mich viel damit beschäftige, wie wir auf kreativ-künstlerische und somatische Art und Weise den Wandel voranbringen können. Und jetzt beschäftigst du dich viel mit Wandel. Und was glaubst du denn, wieso Wandel nicht stattfindet? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich würde sagen, dass wir zumindest in der Gesellschaft hier eigentlich so viel Wissen haben wie noch nie, auch über Klimakatastrophe, verschiedene Zusammenhänge, und trotzdem findet nicht unbedingt ein grundlegender Wandel statt. Für mich hat es inzwischen viel damit zu tun, dass die Art, wie wir uns organisieren, Geld, also eine geldvermittelte Art ist. Das heißt, dass der Versorgungszusammenhang, also wie wir Grundbedürfnisse erfüllen, wie Wohnen, Leben, Bildung, auch unsere Wünsche zu erfüllen, Geld vermittelt passiert. Das bezeichne ich als Geldlogik. Das heißt, dass eigentlich alles nur über Geld zugänglich ist. Das heißt, die Dinge in der Welt existieren eigentlich auch ohne Geld, weil unser Geld heute ist eine rein abstrakte Zahl, auf die wir uns geeinigt haben oder die auch als Gesellschaftszusammenhang fungiert und die wir auch bedienen müssen. Und es ist aber so, dass eben die Sachen künstlich zurückgehalten werden, um dann eben nur, und das ist wichtig, nur über Geld zugänglich gemacht zu werden in den meisten Fällen. Also ich kann jetzt nicht in den Supermarkt gehen und irgendwie was anderes da beitragen oder mir einfach nehmen, was ich möchte, sondern ich muss genau den Betrag hinlegen, den dann eben die Orange kostet. Und ich glaube, dadurch haben wir einfach Zugang zu Dingen auf eine sehr spezifische Art geregelt, die soziale Ungleichheit für mich mitbringt, weil wäre alles frei zugänglich für die Menschen, die es wirklich brauchen oder was sie sich wünschen, dann würde Geld als Schranke gar nicht mehr funktionieren. Weil die einzige Funktion von Geld ist ja, weil es ja nichts ist in sich selbst, sich an die Dinge dran zu hängen und dann quasi im Tausch aufgewertet zu werden. Und als ich das quasi erkannt habe, oder durch die Beschäftigung damit von Menschen, mit denen ich darüber diskutiert habe, weil in meinem Studium war das eigentlich kaum Teil, habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, diese systemische Handlungsgrundlage, in der wir unser ganzes Handeln und Tun und natürlich auch Wandel, Veränderungen handhaben, in den Blick zu bekommen. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir diese Handlungsgrundlage nicht anschauen, Bewusstsein dafür bekommen und vielleicht bewusst unsere Gestaltung darüber hinaus entwickeln, ein grundlegender Wandel nicht wirklich möglich sein wird. Und jetzt versuchst du ja auch selbst, geldfreie Räume zu erschaffen und hast dich auch in deiner Masterarbeit mit geldfreien Räumen beschäftigt. Was zeichnet das denn für dich aus im Gegensatz zu geldreichen Logiken? Also zum einen mal wird eben der Zugang anders geregelt. Also in der Geldlogik gibt es einfach
den Zugang, entweder ich lege eben das Geld hin im Supermarkt für die Dienstleistung oder das Produkt oder ich kann sie nicht haben. Wenn wir jetzt einen Raum haben, wo Geld nicht die dominante Organisationsweise ist, müssen wir andere Arten finden, wie wir uns arrangieren. Also was sind unsere Bedürfnisse, was sind unsere Bedarfe, was können wir gerne beitragen. Also es sind erstmal Räume, die auf Freiwilligkeit basieren. In meiner Forschung und in meiner eigenen Erfahrung heißt es aber nicht, dass Menschen dann nichts mehr tun. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, zu sagen, dass Menschen in den Erfahrungen, die ich gemacht habe, gerne beitragen und auch gerne sinnhaft beitragen. Wir aber in der geldvermittelten Arbeitswelt zum Beispiel oft gar nicht mehr dahin kommen, zu überlegen, was würde ich eigentlich wirklich gerne machen, finde ich das eigentlich sinnhaft, möchte ich eigentlich die gleiche Aufgabe 40 Stunden in der Woche machen, möchte ich eigentlich wirklich immer in genau dieser Funktion auftreten oder wie wäre das eigentlich, wenn ich als ganzer Mensch irgendwo hinkommen kann. Und das zeichnen für mich geldlogikfreie, können wir auch noch drüber sprechen, weil ganz frei geht eigentlich nicht, aber eben Räume, die bewusst eine andere Haltung etablieren, aus, dass da du und ich erstmal als ganzer Mensch hinkommen können und wir dann quasi eben miteinander schauen im sozialen Netz, was braucht es eigentlich, was gibt es zu tun, was wollen wir gestalten, wie gehen wir mit Konflikten um, aber eben, dass nicht mehr das über Geld geregelt wird, was sonst ja kaum noch in Frage gestellt wird, aber eben eigentlich ein sehr spezifischer Umgang oder Versorgungszusammenhang ist. Und gibt es für dich irgendeinen Punkt, wo diese Geldlogik anfängt? Also man kann ja eine Spendenbox hinstellen oder manche Organisationen machen das über BieterInnenrunden. Also gibt es da für dich so den Punkt, also in einer Welt, in der Geld so eine große Rolle spielt, wie man so kleine Tipps und Tricks, die du vielleicht auch anwendest in der Erprobung von geldfreien Räumen? Gute Frage. Also ich glaube, erstmal überhaupt ein Bewusstsein zu haben für die bestehende Handlungsgrundlage ist schon mal total viel wert, weil dann können wir besser verstehen, warum verhalten wir uns selbst gegenüber manchmal so leistungsorientiert, warum verhalten wir uns im Miteinander manchmal auf eine Art und Weise, die vielleicht gar nicht dem entspricht, wie wir eigentlich mit uns oder der Welt umgehen wollen. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, erstmal dieses Wissen darum überhaupt zu haben, und ein Bewusstsein, um dann erkennen zu können, wo handle ich eigentlich gerade entsprechend dieser Logik, muss auch entsprechend dieser Logik handeln und wo möchte ich jetzt bewusst andere Sachen priorisieren. Zum Beispiel ist es jetzt, wenn wir diese Dichotomie aufmachen wollen, die es für mich nicht gibt, also es ist kein Schwarz und Weiß, sondern eher ein Spannungsfeld, aber jetzt in geldorganisierten Räumen geht es meistens ums Produkt oder um eine Sache, die ich herstellen muss, die ich leisten muss, die ich abgeben muss. Und dafür bekomme ich dann quasi Geld. In der geldvermittelten Gesellschaft bin ich abhängig vom Geld, also muss ich das auch auf diese Art tun. Und in Räumen, die eine andere Haltung etablieren, geht es eher ums Prozesshafte. Also was gestalten, was schöpfen wir eigentlich zusammen? Und nun ist halt diese ganze Frage nach Wandel für mich eine total prozesshafte, eigentlich auch organische, zyklische. Von daher frage ich mich, ob wir mit dieser Haltung, der geldlogischen Haltung, überhaupt zu einem grundlegenden Wandel kommen. Und ich würde eben inzwischen sagen, dass ich nicht glaube, dass das möglich ist und interessiere mich deswegen dafür, wie wir eben andere Haltungen und Räume etablieren können. Und ich glaube, alles, was da aufbricht, darüber hinausgeht, ist gut und wichtig, gerade auch in dieser Vielfältigkeit. Ich finde es nur spannend zu sehen, wenn wir eine Spendenbox hinstellen, bedienen wir immer noch die Geldlogik. Weil zum Beispiel, wenn wir dann eine Küche für alle veranstalten, dann findet in deinem Kopf trotzdem diese Aufrechnung statt, wie viel ist dieser Teller Suppe mir wert. Also, und der Wert wird aber gedacht jetzt nicht in dem Konkreten, was zwischen uns an Geben und Nehmen passiert, sondern quasi dieser Teller Suppe bekommt eine rein quantitative Zahl. Das ist jetzt nicht besonders, das machen wir ständig, weil wir auch ja, wie mit so einer Geldbrille rumlaufen und alle Dinge in der Welt dann auch zu Waren werden und werden müssen. Innerhalb dieser Logik. Aber es macht eben was. Also es ist dann nicht mehr dieses unmittelbare Bedarfs- und Bedürfnisorientierte zwischen uns. Und dann gehen solche Abwägungsfragen los von, zahle ich jetzt eigentlich mehr, weil ich irgendwie euch unterstützen möchte oder zahle ich weniger, weil ich es hier kann. Und all das bringt irgendwie noch was in diesen Raum hinein, der dann eigentlich, ja, das wie verwässert, was hier gerade eigentlich stattfindet, was eigentlich ein total schöner Akt ist von, wir haben ganz viele Tomaten geerntet, gerettet, was auch immer, und bitte esst alle mit. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber ich habe das häufig in auch aktivistischen Räumen gesehen, dass Spannungsfelder da entstehen, wo eben die Geldlogik reindringt, wo man eigentlich was anderes vermitteln möchte und da kein Bewusstsein dafür ist.
zum Beispiel auch wenn eine Person angestellt wird, dann ist es plötzlich irgendwie anders, wie wenn wir alle quasi freiwillig da sind und ohne Zwang beitragen. Wie gehen wir dann damit um? Und für mich hilft es da sehr eben, das nicht zu individualisieren, nicht zu personalisieren, sondern zu gucken, aha, warum verhalten wir uns gerade so? Und da wäre dann die Geldlogik wieder reingeschwappt. Was sie ständig tut, weil sie auch eben in unserem Kopf oder in unserem Denken verinnerlicht ist. Aber natürlich, je mehr konkrete Erfahrungen wir machen, deswegen habe ich auch so ein konkret praktisches, somatisches Wandelverständnis, desto eher wird es auch verändert und dann zur Haltung und nicht zu etwas, wo ich dann nur abstrakt drüber nachdenke. Also ich würde sagen, für mich ist das einfach inzwischen eine Haltung geworden, wie ich Räume aufmache, wie ich Dinge gestalte, dass ich da bewusst andere Sachen priorisiere. Was, und das finde ich ist wichtig zu sagen, ein Privileg ist, solange wir geldlogische Versorgungsstrukturen haben. Weil dann muss ich entweder mich so gut versorgen oder eine Lohnarbeit haben, eine entsprechende Ausbildung, dass ich quasi diese Freiräume gestalten kann oder Teil sein kann. Und mein Anliegen ist es definitiv, dass wir als ganze Gesellschaft oder eigentlich alle Menschen wieder mehr Freiräume haben, eigentlich sich anders zu begegnen, auch der Mitwelt anders zu begegnen. Das ist wirklich dringend nötig. Und von daher ist mein Interesse da quasi Strukturen auszubauen, die auch breitflächiger funktionieren, weil je mehr es diese gibt, desto leichter wird es auch, dass ich mich als Individuum oder als Kollektiv, als Hochschule, wie auch immer, anders verhalte und nicht in diesem Spannungsfeld ständig versuchen muss, mich zu behaupten und eben wieder an Geld zu kommen mit ja, allen Ambivalenzen, die das halt mitbringen kann. Ja, jetzt hast du ja gerade auch von der Dringlichkeit gesprochen, so diese Freiräume, die wir dringend brauchen. Und da denke ich dann, oder kommen mir viel diese Krisen in den Kopf, Klimakrise, Biodiversitätskrise, mit denen wir jetzt schon in vielen Teilen der Welt jetzt schon betroffen sind, aber vor allem auch so die Zukunft betreffend, die manchmal gar nicht so rosig erscheint. Wie gehst du selbst persönlich auch mit diesen Krisen um oder mit diesen Zukunftsprognosen, die ja sozusagen an uns gestellt werden? Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Frage, gerade auch für junge Menschen, die was verändern wollen. Da, was können wir quasi tun? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen, um nicht in so eine Handlungsunfähigkeit abzurutschen? Da hilft mir mein Wissen als Körpertherapeutin sehr und auch ja, so traumasensitives Wissen, einfach weil wenn ich in einem alarmierten, gestressten Zustand bin, Angst habe, weil so viel passiert, was außerhalb meiner Kontrolle ist, führt das tendenziell dazu, dass man eher so einen Tunnelblick hat und eigentlich gar nicht in der Lage ist, so sich quasi umzuschauen und Sachen in Frage zu stellen. Das heißt, eine grundlegende Veränderung von dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir denken, Denkmuster aufbrechen, kann in so einem alarmierten Zustand gar nicht stattfinden. Und ich finde, das ist total wichtig, dieses traumasensitive Wissen auch in die Bildung zu tragen, in aktivistische Räume zu tragen und zu schauen, wann ist denn ein Mensch überhaupt aufnahmefähig, Dinge in Frage zu stellen und was brauchen wir dafür? Also da auch wirklich zu gucken, was brauchen wir, um überhaupt Arbeit für den Wandel tun zu können? Und ja. Richtig spannend, weil du da ja auch so diese Themen ansprichst, so Angst vor der Zukunft zu haben oder genau dieses, du hast es irgendwann schon mal angesprochen, wie der Körper auch sozusagen gar nicht den Wandel zulassen kann, wenn wir angstvoll in die Zukunft schauen. Ja, genau. Also wenn wir eben angespannt sind, dann kann eigentlich nur mehr von dem, was wir schon kennen, stattfinden. Also eher so eine Zuspitzung oder eine Stagnation, also eigentlich das Gegenteil von Wandel. Und das ist auch so ein bisschen der Bogen zu der Frage am Anfang, warum ich es wichtig finde, nicht nur ein abstraktes Wandelverständnis zu haben, weil dann können wir quasi immer noch vom Gleichen weiterdenken oder theoretisch das erspinnen, aber es hat eben gar nichts mit unserer Erfahrung zu tun. Ja. Und ja, würdest du mir jetzt noch einen Rat geben, wie ich auch selbst geldfreie Logiken gestalten kann oder beginnen kann? Wo und wie kann ich anfangen? Du hast ja selbst beginnst ja hier in Stuttgart die Lila Vase aufzubauen. Genau, und ja, vielleicht noch so, genau, wie man selbst auch so eine Haltung entwickeln kann. Also ich glaube, das findet ja gerade schon statt, indem man sich einfach fragt, wie kann es anders gehen? Ist es eigentlich für mich schon ein Anfang, nicht mehr das for granted zu nehmen, auch die Möglichkeit zu haben, überhaupt die Dinge nicht for granted zu nehmen? Das ist schon mal der erste Schritt. Ich glaube, ein weiterer Schritt ist, passt vielleicht noch zu der Frage davor,
einen bejahenden Umgang mit der Ohnmacht zu finden. Also auch erstmal zu sagen, ich weiß nicht wie. Also ich erkenne, hier läuft irgendwas grundsätzlich falsch und ich mache mir Sorgen. Also ich weiß nicht, wie das werden soll. Ich fühle, es geht so nicht weiter in Zukunft. Da quasi erstmal einen bejahenden Umgang zu finden. Also nicht zu versuchen, Handlungsfähigkeit per se herzustellen, was in Aktionismus münden kann. Und da sind eben wieder Räume, die wir schaffen können als Gesellschaft, total wichtig, die das auch auffangen können und das bejahen können. Das wäre, glaube ich, für mich der zweite Punkt. Und dann der dritte Punkt, Mut auszuprobieren, also quasi Dinge grundlegend in Frage zu stellen. Nicht einfach zu sagen, so ist es schon immer gewesen, so muss es immer sein. Und zu schauen, wo kann ich schon jetzt eine andere Haltung etablieren, die das quasi aufbricht. Wo in meinem Leben kann ich jetzt schon ein anderes Paar, also priorisieren, wie das, was mir innerhalb der Geldlogik eben als logisch erscheint und es auch ist. Und ja, umschauen, wo gibt es Räume. Ich kenne tolle Initiativen und Projekte und habe auch selber große Freude, da einfach diese Räume mitzugestalten, die auf einer anderen Art irgendwie, auch in einer sehr bejahenden Art an den Wandel herangehen. Vielen Dank. Ja, vielleicht können wir davon ja auch einige in der Beschreibung sammeln von diesen Initiativen. Gerne, das fände ich sehr spannend. Und inspirierend und ermutigend auf jeden Fall. Und zu sehen, wie viele Menschen sich organisieren. Genau, und es war ja auch deine Motivation, diese Zukunftsinterviews gewissermaßen zu machen. Vielen, vielen Dank, liebe Lisa, und auch, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Danke für deinen Besuch.